Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Wir wollen die Stehlampe jetzt aufbauen. Gerade ein Unboxing gemacht. Und wir sollen halt so anfangen, dass wir so, muss ich aber erstmal hier eine Tüte nehmen. So. Dass wir von oben nach unten zusammenschrauben. So, ich lasse aber den Schutz erstmal drauf. Hat ein bisschen was von einer Axt. So. Haben wir. Ah, ich habe das Bedienteil gefunden. So, von mir, also man sieht dann nichts mehr vom Gewinde. Also das bleibt komplett schwarz denn. Das ist cool. So, ich mache jetzt mal die Lampe nach unten, damit ihr das so ein bisschen seht, wie ich das zusammenbaue. Ist ein bisschen doof, dass der Kabel jetzt hier natürlich schon eingedreht ist. Aber der ist hier fest. Ich habe den jetzt halt ein bisschen gedreht. Jetzt müssen wir mal gucken, dass ich den mal ein bisschen entdrehe. Ja. Ach, hier geht's durch. Ach so, hier wegen dem Bedienteil ist es hier fest. So, aber hier können wir dann einfach drehen, ohne dass der Kabel sich verdreht. Weil hier geht er einfach nur locker durch. Ich lasse noch die Schutz, den Schutz hier drauf, dass ich halt hier nichts zerkratze. So, dann haben wir noch eben kleines Rohr. Halte ich den Kabel einfach mal so fest, damit er sich nicht weiter hier rumdreht und verwickelt. So. Und jetzt. Hier ist nämlich ein Gewinde dran am Standfuß, der ist auch echt schwer. Ich hätte jetzt gedacht, dass es unten durchgeht. Da passt es nicht durch. Und hier unten rauskommt. Aber ist ja auch keine Einkerbung irgendwie. Hätte man natürlich auch machen können, dass man den Stecker noch ein bisschen kleiner macht, den Adapterstecker, und dann halt da durchmacht. Und dass er dann praktisch hier unten rauskommt und hier eine kleine Kerberin, dass er dann hier unten direkt rauskommt, weil jetzt kommt er hier raus. Vielleicht gibt es ja auch noch ein Modell, wo das anders geht. So, wartet mal, jetzt muss ich hier erstmal. Ja, das Runde macht sich viel einfacher. So. Oh Gott. Oh. So. Jetzt müssen wir aber hier erstmal das aufmachen hier.
muss mich auch ein bisschen beeilen, solange ich noch Stimme habe. So. Ist aber auch fest, die Steckverbindung, also ist nicht locker oder so. So. Jetzt stelle ich das mal hier hin. Ach, jetzt mit einem Türstopper hier im Weg. So. Wie gesagt, ich habe noch die Schutzfolie dran. Ah, jetzt habe ich auf einer Seite weiß, auf der anderen Seite Rainbow. Ich drehe das mal, damit ihr das sehen könnt. Also ich kann hier eine Seite komplett drehen. Ich neige das mal so ein bisschen. So, Moment. Ich mache mal hier aus, damit man das vielleicht ein bisschen besser sehen kann. Also hier ist Rainbow. Aber ich denke mal, das könnt ihr schlecht erkennen. So, ich habe auch Batterien hier. Ich mache die jetzt mal rein. So. Aber bevor ich mit Batterien mache, werde ich erstmal hier am Bedienteil, also da werde ich wahrscheinlich noch irgendwie anders hinstellen müssen. So. An. Das funktioniert sehr schnell. Ah, okay. Ich glaube, jetzt könnt ihr erkennen, dass das farbig ist. Das ist blau. Also auf der Seite wird dann auch blau. Ja. Ich habe jetzt mal nur beide Seiten gemacht, dass ihr seht, dass eine weiß ist. Die verschiedenen Modi. Aber den finde ich gar nicht mal so schlecht. So. Ah, okay, der Mond macht es automatisch mal dunkler. Und wenn ich von links nach rechts mache, gehen die verschiedenen warmweiß bis kaltweiß durch. So. Jetzt werden wir mal gucken. Das geht sogar noch heller. Krass. Von den kannst du schön drehen. Die könnte ich mir jetzt hier neben hinstellen und kann halt meine Videos dann besser, vielleicht noch ein bisschen besser belichten. Aber bei Rainbow macht das gar nichts. Das sind die verschiedenen Weißtöne. Aber ich mache mal wieder gelb. Gelb liegt mir eher. Ich mache mal jetzt die dunkelste. Immer noch dritte. Für was ist 1H? Ach, eine Stunde oder 11 Stunden? Eine Stunde. Die verschiedenen Weißtöne. Ach, Mond. Mond macht halt praktisch das an und aus. RGB.
Okay, also wir haben einen Knopf RGB, wo wir hier die verschiedenen RGB-Farben durchswitchen können. Wartet mal, ich drehe mal um, damit er das jetzt. Wir haben ja die Helligkeit gemacht, jetzt machen wir mal RGB. So. Ich hoffe, das könnt ihr. Ich mache mal aus, dass ihr das ein bisschen besser erkennen könnt. Und das im Wechsel. Und jetzt können wir. Mein Wecker. Jetzt können wir einfach mal. Gott, nehmen wir lila, würde ich sagen. Oder? Ne, könnt ihr nicht erkennen. Wir machen mal blau vielleicht. Oder grün. Ich kann das auf dem kleinen Bildschirm schlecht erkennen, ob man das vernünftig sieht. Und jetzt machen wir einfach mal so. Achso, ich habe gedacht, dann. Aber sieht auch schön aus. Ich habe jetzt mal die normale Leuchte von vorne ausgemacht und habe jetzt nur das RGB an. Ich finde es schön. Ist so schön kräftig. Was ein bisschen komisch ist, ich kann beim RGB nicht die Helligkeit einstellen. Jetzt ist der Modus, wo sie alle schnell aufblinken. Jetzt ist ein langsamer Übergang. Den finde ich aber eigentlich auch nicht schlecht, den langsamen Übergang. Rainbow. Ja, das seht ihr wahrscheinlich jetzt schlecht. Für euch ist einfach alles nur hell. Aber es sind lauter kleine Farben, die wirklich so im Kreis gehen. Ja, ohne das Blinken würde mir das gefallen. Nee, das ist nicht das gleiche. Also wenn ich mir jetzt den Rainbow angucke, der geht in einer bestimmten Geschwindigkeit. Der geht ein bisschen intervallmäßiger vor. Also nicht fließend, sondern eher so Intervall. Und dann halt dieses Blinken. So, ich habe jetzt CT angemacht. RGB. Also ich finde das eigentlich am geilsten, muss ich sagen. Das hat was. Aber auch diesen fließenden Übergang finde ich ganz gut. Ja. Wir haben jetzt hier ein kleines Bedienfeld. Kann man das RGB auch ausmachen? Ah, okay. An aus, macht die normale Lampe an aus. Wartet mal, ich mach mal falsche Richtung. So, das hat ihr ein bisschen besser seht. Ich mache nochmal nach oben.
So, also am Gerät direkt, wenn ich hier an ausmache, geht die Lampe an aus. RGB geht nur RGB an. Wenn ich nochmal drücke, ist aus. An, aus. Wenn ich jetzt hier oben CT drücke, aus. Ah, der merkt sich, das, was, welcher Modus als letzter an war. Wenn ich jetzt CT und RGB anmache und das ausmache und wieder anmache, ist beides an. Wenn ich das... Na, wo ist es denn? So, nur das anmache, aus, an, aus, an, ja, RGB, beides an. Aha, okay, man muss alles ausmachen. Ich kann nicht sagen, wenn alles an ist, dass eins aus sein soll. Ich muss erst alles ausmachen und dann sagen nur RGB zum Beispiel. Oder aus und nur CCT an. CCT. Okay. Okay. Also ihr seht es vielleicht nicht, aber die CT-Taste ist Berührungs, ja, von links nach rechts. Von rechts nach links und von oben nach unten und von unten nach oben. Da kann man den hell und dunkel machen. So, jetzt machen wir das mal alles aus und nur RGB an. Ja, da kann ich auch durch links, rechts. Also von links nach rechts zwischen die verschiedenen Modis durchwechseln. Ich hoffe, das könnt ihr halbwegs sehen im Video. Und von rechts nach links auch. Und von oben nach unten. Warte, von oben nach unten macht da nichts. Oh, Modus. War geil. So. Also bedienen lässt es sich, wenn man es einmal raus hat, lässt es sich eigentlich ganz gut. Ist das jetzt warm von meiner Hand oder wird das hier drinnen warm? Ach nee, weil ich hier angefasst habe. Hier oben ist kalt. Ich habe ja auch noch die Schutzfolie drauf. Also bedienen, wenn man den Dreh raus hat, lässt es sich, also ist bei mir jetzt schräg, weil meine Wohnung schräg ist, lässt es sich ganz gut. Wenn man den Dreh raus hat. Man hat ja auch zusätzlich noch eine Fernbedienung, die kann man sich auf den Tisch packen. Und kann man auch an- und ausmachen. Ne? Also das ist ganz gut. Ich finde es auch ganz stylisch. Mit dem Silber und dem Schwarz. Und vor allen Dingen mit den zwei abgetrennten Elementen, dass man die dann auch komplett drehen kann. Eine Hälfte Farbe, eine Hälfte Licht. Oder nur Licht und auf der anderen Seite Farbe. Oder nur Licht an, nur Farbe an. Man kann das dann halt auch drehen, dass man die Farbe zur Decke hat. Und Licht nach unten oder Licht aus, nur Farbe zu der Decke. Oder Licht nach oben, Farbe nach unten. Oder halt nur Licht an der Decke und Farbe unten aus. Also da könnt ihr euch austoben. Finde ich ehrlich gesagt recht cool. Die ist auch, wenn ich jetzt gucke, ne, eigentlich so groß wie meine LED-Lampe, die ich jetzt hier stehen habe. Und wenn ich mir das jetzt mal so angucke, jetzt machen wir mal kurz nochmal an. Falsche Richtung. So. Jetzt mache ich die mal so von da nach oben. Auf die hellste Stufe und auf weiß. Muss gar nicht so hell sein. Ist ganz cool. Und der geht auch das Licht direkt hier, weil bei der ist es ja zu Decke strahlt, die kann ich nicht so weit runter machen. Macht sich vielleicht ganz gut, das werde ich in den nächsten Videos dann mal testen. Und kann ich ja dann auch anpassen, so ein bisschen zur Seite machen oder komplett nach unten.
Warte mal. Ach so, die ist so. Die ist, wenn man sie komplett so weit dreht, wie sie geht, dann ist er halt so wie so ein Quirl so ein bisschen. Und wenn ich jetzt die Richtung mache, so, und die andere Richtung, so. Ja, aber gefällt mir. Gefällt mir sehr gut. So, einen Link werde ich euch natürlich in die Videobeschreibung machen. Ich muss nur gucken, wie ich sie jetzt hier herstelle. Ob ich sie neben die Lampe stelle, ob ich die dann wegstelle oder ob ich die dann hier hinten oder die hier hinten. Oder die halt hier rum und dann von, dass die von hier nochmal. Müssen wir mal gucken. Muss ich in den nächsten Videos mal ein bisschen umstellen und gucken, wie ich sie hinstelle am besten. Ah, hier ist ganz. Ah, der ist locker geschraubt. Oder hat sie gar nicht richtig fest? So, jetzt. Jetzt steht sie fest. Ja. Also wenn es fest ist, ist es fest. So. Wie gesagt, Link werde ich euch in die Videobeschreibung machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen, wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin. Jetzt wollte ich gerade mit der Fernbedienung für Licht die Kamera ausmachen. Ahoi.